Elektromobilität hat ja viele Facetten, das sollte man immer nicht vergessen. Es ist natürlich das elektromobile Kfz, aber auch die Straßenbahn gehört zur Elektromobilität. Wir bauen hier in Potsdam gerade das Straßenbahnnetz aus. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für ein integriertes Verkehrskonzept basierend auf der Elektromobilität. Daneben haben wir natürlich auch elektrische Fahrräder, E-Bikes. Die sind insofern spannend, weil dort auch weiter entfernte Ortsteile, jetzt im Fall von Potsdam, mit dem Fahrrad erreichbar sind, beziehungsweise die Innenstadt ist von diesen Ortsteilen erreichbar.